Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Ja, ich befinde mich immer noch in Totenbach. Man sieht, habe ich 80% entdeckt. Und ja, ich muss immer noch rausfinden, was hier Destra hier in der Totenbach gemacht hat. Bin die letzten zwei Male gestorben, habe allerdings Makron, den Verfluchten oder den Verkohlten bzw. getötet. Aber beim letzten Mal zwischendurch, die Gegner sind so knüppelhart gewesen. Ich hoffe, dass wir jetzt mal weiterkommen. Wir müssen gucken. Da sehen wir schon wieder einen, der da rumläuft. So, soll er ruhig mal da reingehen? Ach! Okay, versuchen wir den mal zu töten hier. Warum kann er nicht angreifen? Oh, hat er uns schon so viel Energie weggenommen, die Sau. Aber wir haben ihn auch ordentlich was weggenommen. Okay, gucken wir, wer als erstes angreifen darf. Wir müssen den ganz schnell klein bekommen, weil der hat so viel Power. Los geht's. Okay. Er hat so viel Kraft, der Assi. So gut. Puh. Ja, das ging ja ganz gut, aber trotzdem hat er wirklich sehr viel Kraft. Das ist wirklich ein bisschen blöde, denn der kostet uns auch viel Energie und viel Leben. Aber wir können uns ja Gott sei Dank mit unserem guten Freund hier ein bisschen heilen. Das machen wir jetzt mal. So, hier können wir irgendwas basteln, wenn wir wollen. Leider habe ich nichts, was ich machen kann, glaube ich. Nö. Gegner sind hier auf jeden Fall. Also der hier? Na komm, lauf schon da rein. So, ja, ein bisschen Energie wird er, glaube ich, weggenommen haben. Ja, genau. Der ist leider auch sehr schnell, der Typ. Deswegen müssen wir den auch gleich schon ordentlich einheizen. Los geht's. Okay, kostet uns alles ein bisschen viel Mana, aber das macht auch nichts. Denn wir wollen es ja endlich mal schaffen hier. Ah, guck mal, Calibretto wäre beinahe aufgestiegen. Ein Gegner noch und zack, ist der oben. Okay, das haben wir ein bisschen was befreit jetzt hier, hoffe ich. Okay, hier können wir nochmal das Dunkel benutzen. Was macht er denn auf hier? Hat sich irgendwas verändert hier, was uns vorher nicht aufgefallen wäre? So, jetzt können wir da nicht mehr durch, okay. Aber ist da irgendwas, die beiden Türen waren doch vorher schon da? Oder bin ich jetzt verkehrt? Aber vielleicht versteckt sich was hinter den Türen. So, die Dungeon-Karte ist schon mal ganz hilfreich. Okay, dunkler Onyx-Ring. Oh. Ihr stolpert über ein Geschichtsbuch, das von Manda Sutton handelt. Ihr könnt Auszüge aus ihrem das Tagebuch lesen. Wir lesen erstmal das Tagebuch. Der größte Teil ihres Buches ist die Beschreibung ihres Märchenprinzen angeführt, der ihr ausweicht. Sie scheint der Überzeugung zu sein, dass jeder Mann, dem sie begegnet, von ihr hingerissen ist. Wenn man zwischen den Zeilen ihre Beschreibung liest, wird jedoch offensichtlich, dass dies nicht in Wirklichkeit der Fall ist. Der Historiker macht im Vorort deutlich, dass er es vorgezogen hat, dieses Buch nicht zu schreiben. Zwar hatte sie kaum Geld, pflegte aber einen aufwendigen Lebensstil, der alle ihre Freier in den Ruin trieb, lautet ein Satz. Warum jemand 4 Jahre seines Lebens dann vergeuden sollte, ihren Träumen nachzujagen, entzieht sich dem Verständnis dieses Beobachters. Oh, ist doch nicht so viel. Gut. Oh.
Hier ruht Manda Sutorn, die jüngste der drei. Ihr Selbstwertgefühl brach an ihrer Schönheit entzwei. Was nun? Wir gucken uns das mal an. Ihr schiebt vor sich den Grabdeckel. Ihr seht eine Menge Spinnweben, außerdem eine Ikone mit dem Wappen des Sutons Familiennamen. Ja, ist ja nicht so viel, was hier passiert. Gut. So, jetzt haben wir es mal aufgemacht. Ich drücke nochmal den. Das muss ja irgendeinen Grund haben, warum man hier. Lass uns da nochmal hingehen zum Grab. Eventuell ändert sich ja was hier. Da. Ihr begegnet der amorphen Aura eines Wesens in der Unterwelt. Bevor euch die Verehrte von ewigen Wesen und sein Erhaben überwältigen können, hört ihr eine Frauenstimme. Meine Güte, wie sieht es denn hier aus? Margret, wo sind die Dienstboten? Zwar lassen sich weder Gesichtszüge noch Bewegungen ausmachen, aber ihr habt das Gefühl, dass sie sich zu euch vorbeugt. Die Hilfen heutzutage, ist es nicht ein Wunder, dass die Gesellschaft mit solchen Leuten noch steht? Du weißt, dass du tot bist, oder? Ja, natürlich weiß ich das. Aber wenn man schließlich nie, wenn man Märchenprinz vorbeikommt, oder? Ah, verzeiht mir, ich heiße Manda, freut mich. Wäre sie anwesend, wäre ihr Hand für einen Kuss angestreckt. Ihr würdet doch alles für eine Dame tun, oder nicht? Es gibt etwas, das ihr für mich erledigen könnt. Ihr Tonfall ist eher gebieterisch als fragend. Mein Bruder Kabe liegt in einem Sarg hier ganz in der Nähe. Vater hat dafür gesorgt, dass er den billigsten bekam, den es gab. Er war wirklich das Schlimmste von uns. Wenn es nach mir ginge, würde seine Familienikone ruiniert, damit seine Seele im Jenseits zappeln kann. Wird ihr bereit zu helfen? Mal sehen, erzähl mal ein bisschen mehr. Es ist ganz einfach. Finde den Sarg, verunstalte die Ikone, muss ich noch mehr sagen. Kommt anschließend hierher zurück. Dann gebe ich ihm ein wertvolles Medaillon. Okay, machen wir. Ich wusste, ihr würdet helfen, ein höfliches Kichern folgt. Wir sehen uns wieder, wenn ihr fertig seid. Was für Helden. Gut. Gut, also schauen wir mal nach. Den Grab des kleinen Heinis finden. Und wenn es tun. Wir werden mal hier nochmal aufmachen. Das sieht wie ein persönlicher so. Es gehört einem Kaufmann, der früher einmal Geschäfte mit Kabe Sutorn gemacht hat. Der Autor scheint aber enttäuscht zu sein, dass er bereits tot ist. Das Kapitel mit dem Titel Kabe das Schwein lesen. In diesem Kapitel sind mehrere Leute aufgelistet, denen Kabe versprochen hat, sie für ihre Waren und Dienste zu bezahlen. Dem Autor zufolge hat Kabe, oder Cape, ich würde Kabe sagen, sich bei jedem, wen er hatte, was er wollte, geweigert zu zahlen oder die Zahlung erheblich reduziert. Ein Absatz sticht nicht heraus. Er lautet: Am meisten bedauere ich nicht, dass ich nicht dabei war, um zu sehen konnte, wie er langsam gestorben ist, sondern dass ich nicht die Ehre hatte, selbst dafür zu sorgen. Irgendeine eine Seite aufschlagen. Auf dieser Seite steht: Kabe hat mir einen unheimlichen Brief geschickt, in dem steht, dass ich den gleichen Brief an 10 andere Leute schicken soll. Sonst würde mich ein Fluch ereilen. Irgendwas darüber, ein Goldstück in jeden Brief zu stecken, meinen Namen auf eine Liste zu schreiben und dann zu warten, wie wir alle reich werden. Hä? Auf dieser Seite steht: Kabe, wir verfolgen dich ins Jenseits, ich schwöre es. Auf dieser Seite steht: Niemand würde eine Träne vergießen, wenn Kabe nicht mehr wäre. Auf dieser Seite steht: Kabe war nicht sein ganzes Leben lang schlecht, der Moment seines Todes war ein großartiger. Hier steht: Kabe, wir folgen dir bis ins Jenseits, ich schwöre es. Hier steht: Kabe hat mir einen unheimlichen Brief geschickt. Ah, okay. Immer das Gleiche? Gut. Hier ruht Kabe Sutorn, ein dreckiger Hund. Fies und gemein, niederträchtiger als eine Schlange und hässlicher noch obendrein. Was nun? Ihr schiebt vor sich den Grabdeckel beiseite und log hinein. Ihr seht eine Menge Spinnenweben und Knochen. Außerdem eine Ikone mit einem Wappen. Das Sutons Familien. Die Ikone veranstalten wir mal. Ihr nehmt die Ikone raus und ritzt mehrere tiefe Furchen hinein, was die Schutzverrichtung darin unbrauchbar macht. Dabei hört ihr etwa ein leises Seufzen hören. Oh. Haben wir gemacht. Gehen wir zurück zu der Tante. Bam. Was man alles machen kann hier. Ehrliche Abenteurer, in der Tat. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Hier ist ein Familiendenken. Etwas taucht aus dem Nichts aus und fällt euch in die Hände. Eine Nachtschwinge. Das klingt gut. Okay, gucken wir uns die Nachtschwinge mal an. Eieiei, ja, okay. Die ist ganz gut. Leider haben wir ja natürlich jetzt gerade nicht mehr unseren Helden dabei. Aber das macht ja nichts. Schon nicht schlecht. Werden wir beim nächsten Mal nutzen. So, gehen wir weiter? Ich würde sagen, ja. Wäre nicht schlecht, wenn ich endlich mal so ein zweites Ding finden würde, wo ich mich hinbiegen kann, damit ich den ganzen Weg nachher, falls ich jetzt drauf gehen sollte, nochmal laufen muss. Okay, das sind einfach mal arschviele. Kann ich gar nicht alle töten. Obwohl.
mal ab, die Spinne kommt. Okay. Oh nein! Drinnen bleiben! So. Okay, jetzt wird's echt hässlich. Der oberste Henker muss als erstes sterben, sonst wird das gar nichts. Ich bin ja schon mal tot, ist nicht schlecht. Okay, Superkraft. Was haben wir denn für Superkraft? Wen haben wir denn gerade? Okay, heilen brauchen wir nicht. Hier macht die Superkraft nicht so viel Sinn. Aber die Verwüstung. Und zwar bei ihm. Was hat sie für eine Superkraft? Fügt allen? Ja, das ist super. Das machen wir. Dann kriegen die halt alle von allen etwas. Ist auch nicht so verkehrt. Viel Spaß! Ich hab ja alle Krankheiten und alle Buffs, die es gibt. So. Okay, hier gibt's ein Lauffeuer, dann machen wir schon Schaden. Alter, 971. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ah, das schaffen wir nicht. Puh. Das ist so fies. Verfehlt! Haha. Okay. Wir müssen auf jeden Fall einen töten. Muss man ein bisschen Leben holen, glaube ich. Oh oh. Oh nein. Das ist so scheiße. Die sind so scheiße, die sicher. Die sind so scheiße. Echt. So ein Kack immer, ey. Das kannst du ja nicht schaffen. Verhängen das ja, super. Mehr kann ich nicht machen. Da bin ich tot. Aber noch nicht ganz tot, wird leicht tot. So ein Shit. Oh, Leute, ey. Ganz im Ernst. Das ist doch zum Kotzen. Puh. Sind aber auch hart da, die Viecher, oder? Ja, anders reißen können, irgendwie. Ja, wir können natürlich nochmal hinreisen und da durchlaufen. Das haben wir alles erledigt, was zu erledigen gibt. Ist ja eigentlich relativ schnell dann. Aber hätte ich den getötet jetzt noch, dieses blöde Wichsteil, dann hätte ich mich gleich dahin beamen können. Jetzt müssen wir noch mal den ganzen Weg dahin laufen. Aber dann werden wir ihn jetzt auf jeden Fall platt machen. Naja, ich hab Geld verloren. Wie immer, ich verliere immer Gold hier. Scheiß. So, wir suchen uns mal. Wir sind erholt, haben alles, was wir brauchen. Wir werden ihn vorher ordentlich Energie wegsaugen, dem Heini. Müsste irgendwas klappen. Und dann hoffe ich, dass wir dann das Kapitel hier mal abschließen können. Ah, runter rein. Los, hinein. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber naja, was soll man machen? Ja, ja. Das ist, so schwer war das gar nicht, fand ich. Aber der haut so viel. Boah, der haut so viel Damage raus, der Heini da. Der blöde Henker. Da muss man, den muss man irgendwie anders angehen.
darf auch gar nicht zu kommen, es zu schlagen, aber er hat auch noch so viel Leben, dass es wirklich schwierig ist, ihm da Einhalt zu gebieten. Naja, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Jetzt müssen wir erstmal da reinlaufen wieder. Das dauert natürlich ein bisschen. Versuchen zu eilen. Halt. So. Da oben hätten wir beinahe freigeschaltet, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Weg da wieder hinlaufen. Das ist so ätzend. So. Dann kennt man den Weg auch aus dem Schlaf irgendwie, ne? Ätzend. Ätzend, sage ich, Leute. Ätzend ist das. So. So. Bam, bam. Hätten sie ruhig ein Portal noch vorlegen können. Hätte man nicht den ganzen Scheiß hier nochmal durchlaufen müssen. Das zieht sich auch, immer so 2-3 Minuten weg vom Leben eines Menschen. Wenn man Sachen wiederholen muss. Ah, okay. Warum nimmt er nicht den Sarkophag? Nein, weil er immer so ein blödes, beschissenes Skelett drin ist. Wenn er bloß nur wehtun will. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass man nur wehtut. So, hier auch rein. War die Musik weggegangen, ne? Der Sound ist noch da, also von da ist es egal. Ach, über die gleichen Schalterrätsel leicht. Rein. Auf. Oh, so, warte. Drücken. Ja, komm. Und im nächsten rein. Super. Hier hin. Und hoch. Oh, hoch. Drücken. Rüber. Runter. Wir sind dabei da. Zum Weg hier links. Naja, so weit ist es auch nicht mehr, ne? Gebe ich zu. Trotzdem nervig, dass man das alles wieder hinterherlaufen muss. Schockt irgendwie nicht. So, und dann Calibretto, denn der kann gleich ein paar Feuersalben abgeben. Die Gegner tauchen ja nicht wieder hier auf. Doch, da läuft dieser Halbspast läuft da noch rum. So, müssen wir da ja auch noch killen. Da haben wir ein bisschen Energie verloren. Ja, du bist auch gut. Da. Sagen, da kommt, hätte ich jetzt keinen Crit gehabt, dann wäre er noch zum Zug gekommen. Gut, dass wir Crit haben. Da! Calibretto ist aufgestiegen, ist schon mal gut. Gut. Aber, ich glaube, ich habe hier noch irgendwo so ein lustiges Teil, ups, was man theoretisch essen könnte. Da, nehmen wir mit. Ja, wollte ich gar nicht, aber es ist passiert. So, jetzt gucken wir mal, ob wir diesen riesen Golem nochmal erlegen können, wollte ich gerade sagen. Ach, die sind jetzt alle drei wieder da. Auch beschissen. Aber wir haben, glaube ich, nur einen, oder? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir gleich nochmal rausrennen und uns erholen.
Schau dann, wie viel rein, der reinhaut. Das ist nicht normal. Okay. Das gefällt mir. Mir auch. Mir wird besser gefallen, wenn ich... Weiß ich, ob die anderen gleich angerannt kommen schon. Noch nicht? Gut, dann pass auf, dann heilen wir den Dings doch mal. So. Treffe ich nicht. Oh, gehen wir kurz raus. Leben eingebüßt, ja, ist doch gut. So, der haut leider so doll rein, deswegen gleich platt machen müssen. Gleich im Start. Echt noch mehr Kraft hier. Geheilt worden, das ist schon mal nicht schlecht. Trotzdem brauchen wir hier natürlich echt jetzt fetten Schaden. Oh oh. Oh nein. Noch lebt sie? Wer weiß wie lange. Müssen wir ihn hier auch leider machen. Und hier machen wir ein bisschen. Muss leider ein bisschen heil machen, oder? Muss er leider sterben, sonst sind wir gleich tot. Gut. Mann, Mann, Mann. Gewusst wie? Neue Stufe für Rote Monika. Gibt's nicht. Nur ein kleines bisschen fehlt. Ah! Wo kommt das nicht denn aber her? Sehr gut. Kackspinne ist auch tot. Ah, man muss ja die ein bisschen auseinanderziehen, damit die dann keine Chance haben, ne? So. Okay. Mal ein bisschen rumgucken. Jetzt haben wir den auf jeden Fall freigestellt, das ist schon mal gut. Das ist perfekt. Da oben ist der Oberboss. Okay. Hä? Da stimmt auch was nicht. Kann auf jeden Fall dann... Wie kann man denn da hinkommen? Muss man irgendwo hier so ein Leuchtding angeben? Ah, hier. Dann? Achso, dann kommen wir da hin, okay. Wissen es trotzdem mal.
Hier ist eine fette Truhe, aber sieht aus, wie könnte auch eine Geistertruhe sein, ne? Und. Oh, da ging noch mal einiges. Hier durch noch? Nee. Kann man noch einen anderen Weg gehen, bestimmt, ne? Na gut, dann gehen wir noch mal außen rum. Ist noch so ein Ding? Verlorene Seele begrüßt euch. Ich war der Verwundete, dem ihr vor kurzem helfen wolltet. Ich sehe jetzt etwas anders aus. Ihr müsst mir nicht helfen, habt ihr das jetzt getan? Hier habe ich etwas für euch. Nett. Guck mal, es lohnt sich, den Leuten zu helfen unterwegs. Perfekt. Okay. Da ist nichts drin. In diesen Schmelze hier sind schattenhafte Runen eingraviert, die Muster und Worte in einer vergessenen Sprache. Es sieht so aus, als ließe sich hier Erz hervorragend zu Barren veredeln, aber es sieht auch gefährlich aus und ihr seid keine Schmiede. Dennoch. Machen wir mal. Oh. Wollen wir mal probieren? Super, haben wir ein bisschen Methril bekommen. Da oben gehen wir jetzt noch nicht rein, glaube ich. Denn da unten konnte man ja auch noch irgendwo hingehen. Da müssen wir nochmal ausprobieren. Warte mal. Habe ich irgendwas falsch gesehen, ne? Kommt er doch? Aha, aha. Okay, aber wie kommt man denn darüber? Ach so, okay, okay, okay. Warte, ich weiß. Das ist auch ganz clever. Wir sind hier einmal. Und der da oben ist fürs Hoch- und Runterfahren zuständig, ne? Hab ich's richtig gesehen? Okay. Das macht jetzt keinen Sinn. Brauchen wir einen. Aha, okay. Müssen wir schon ausprobieren. Warte mal. Sind wir jetzt da oben? Das passt auch wieder hinten und vorne nicht. Nein. Der oben muss ja so gedreht sein, dass er. Warte mal, kurz gucken. Also der oben muss so gedreht sein. So. Okay, der dreht sich irgendwie nach rechts rum. Und dann. Können wir runtergehen? Passt jetzt immer noch nicht, glaube ich, denn zu weit, ne? Genau. Okay. Warte mal. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen, wenn es Jahre dauern wird.
So, jetzt weiß ich aber wie. Pass auf. Wenn wir es jetzt hier drehen, dann müssen wir die Chance haben, den jetzt oben so gedreht zu haben, dass er sich nach rechts runter dreht. Oder? Hier ist... Guck mal. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was eingesammelt wieder. Schauen wir uns mal an. Wir haben den, der uns gar nichts bringt. Wir haben ein schönes Kettchen bekommen, was uns auch nicht viel bringt. Der Panzer, der ist ganz gut, wenn er die Angriffsstärke nicht senken würde. Alles irgendwie nicht so pralle. Nun Gutes. So, wir gehen hier nochmal rein. Leute, Leute, seid ihr bereit? Ich bin bereit, es geht mich gleich in die Höhle des Löwen. Und zwar da vorne. Das werden wir als nächste Folge im Angriff nehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.